Ich bekomme ja ab und zu mal Leserpost und eine Frage taucht immer wieder auf. Was brauche ich eigentlich alles zum Sticken? Ich kann es zwar kurz und knapp beantworten, aber es gibt so viele unterschiedliche Anwendungsarten, sodass man eben nicht alles für alles braucht. Deshalb stelle ich dir hier einmal alle Werkzeuge vor, die du als Anfänger ohne Vorkenntnisse haben solltest. Wenn du also Stickbilder für die Wandkleidung oder Accessoires besticken möchtest, sind die unten aufgelisteten Werkzeuge genau das Richtige für dich. Dann fangen wir mal mit den Sticknadeln an, denn abgesehen von einer Schere ist die Sticknadel das einzige Werkzeug, welches du wirklich hundertprozentig bei jeder Art von Sticken brauchst. Punkt. Vielleicht denkst du dir jetzt, hey, ich habe doch von Oma noch ein paar Nadeln rumliegen. Schau sie dir bitte erst einmal genauer an. Sind sie vielleicht etwas schwarz gefleckt oder sogar rostig, dann bitte, bitte, bitte tu dir den Gefallen und kaufe dir ein Set neue Nadeln. Ältere Nadeln sind oft nicht komplett rostfrei und können unschöne Flecken auf dem Stoff hinterlassen. Aus der Zeit rostender Nadeln kommt übrigens auch die Regel, dass man seinen Fadenende zum besseren Einfädeln nicht anfeuchten soll. Du weißt schon, die typische Bewegung mit dem Faden in den Mund. Sticknadeln gibt es in stumpfer und mit spitzer Spitze. Eine stumpfe oder runde Spitze ist super für gezielte Stickarten wie Kreuzstich, Bagello oder Gobelin. Dort musst du die Nadel nicht dafür benutzen, um ein Loch in den Stoff zu pieksen, denn in normalen Zielstoffen sind Löcher schon da und man benutzt diese auch. Die runde Spitze sorgt auch dafür, dass du die vorher gestickten Fäden nicht aufspießt, also spaltest und alle schön nebeneinander liegen und nicht alles ineinander verwurstelt ist. Spitze Sticknadeln werden für die Stickarten benutzt, bei denen du mit der Nadel erst das Loch in den Stoff oder in den Untergrund stechen musst. Für die Oberflächenstickerei, also zum Beispiel alles, was ich in meinen Anleitungen mache, außer Kreuzstich, benutze ich immer spitze Nadeln. Welche Nadeln solltest du dir also als Anfänger anschaffen? Ich finde es sehr praktisch, einfach ein Nadelset zu kaufen. Es gibt sehr günstige Sets, so um die 2 €, wo du unterschiedliche Größen drin hast, wo du meistens sind die eingeteilt in Sets mit stumpfen Spitzen und Sets mit spitzen Spitzen. Und ja, kauf dir einfach eins von diesen Sets, je nachdem, oder vielleicht sogar beide. Und dann bist du super ausgerüstet für die nächsten Jahre. Also so schnell gehen Nadeln eigentlich nicht verloren, es sei denn, du stickst öfter auf der Couch und lässt die Nadeln ständig fallen. Dann bräuchtest du vielleicht mehrere Sets. Als nächstes Werkzeug, was du schon unbedingt haben solltest, kommt die Stickschere. Denn, seien wir mal ehrlich, mit einer Bastelschere, mit einer Küchenschere, mit einer Nagelschere oder auch meinetwegen mit einer Geflügelschere kann man zwar auch irgendwie Stoff und Fäden kaputt schneiden, und das Wort kaputt trifft es an der Stelle auch wirklich, denn Stoff ist sehr biestig zu schneiden, vor allem mit Bastelscheren, und seien sie noch so scharf, da ist eine Stoffschere auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Wenn du jetzt sagst, ach, ich möchte nur Sachen, die ich schon habe, oder Taschen oder sonst irgendwas besticken, ich brauche da keine Stoffschere, dann ist das völlig in Ordnung, dann brauchst du keine Stoffschere. Was du aber vielleicht doch drüber nachdenken solltest, dir anzuschaffen, ist eine kleine Stickschere. Das sind relativ kleine Scheren und die haben eine sehr schmale und scharfe Spitze. Und damit kommst du dann auch wirklich an jeden noch so kleinen Fitzelstich ran und kannst ihn halt zur Not auftrennen oder hinten den Faden ordentlich abschneiden. Und also so eine kleine Stickschere ist schon super. Diese kleinen Stickscheren gibt es auch in allen möglichen Formen. Ich habe neulich Einhorn-Stickscheren gesehen, Eiffelturm-Stickscheren, Katzen-Stickscheren. Es gibt 1000 Farben. Also, wenn man was fürs Auge haben möchte, dann gibt es da auf jeden Fall eine Menge Auswahl. So, jetzt kommen wir langsam in den Bereich der optionalen Werkzeuge, denn auch wenn man es nicht glauben mag, vielleicht, den Stickrahmen muss man nicht unbedingt benutzen. Also man kann auch sehr gut ohne auskommen, aber für Stickbilder und größere Flächen finde ich persönlich, arbeitet es sich mit einem Stickrahmen doch um einiges leichter. Beim Besticken von Kleidung kann es sein, dass es sich mit einem Stickrahmen ungünstiger macht oder man bräuchte einen kleineren. Wenn man zum Beispiel am Saum was besticken möchte, hat man eben das Problem, dass der Saum eben irgendwo endet und man eben nicht den kompletten Stoff in den Stickrahmen reinbekommt. Da lohnt es sich vielleicht drüber nachzudenken, es ohne Stickrahmen zu machen oder auch wenn man einen Bereich hat, wo viele Nähte drüber gehen. Da arbeitet sich mit einem Stickrahmen auch schwierig, weil durch diesen Wulst der Naht der Stoff nicht ordentlich eingespannt werden kann.
Im Allgemeinen empfehle ich allerdings trotzdem einen Stickrahmen zu haben. Als Standardgröße empfehle ich die Durchmesser von 15 bis 18 cm. Die liegen noch sehr gut in der Hand und man kommt auch in den mittleren Bereich mit der linken Hand gut ran, wenn man den Stickrahmen hält. Für kleinere Stickereien gibt es auch 5 bis 10 cm große Rahmen. Und dann gibt es natürlich noch die ganz kleinen, aber die sind in der Regel nicht zum Sticken selber, sondern die sind dann eher dafür da, um sich dann halt eine Brosche zu machen oder einen Ring oder eine Kette umzuhängen. Also im Prinzip 15 cm und wenn man noch was ganz Kleines machen möchte, vielleicht noch einen 5 cm Rahmen oder 7 cm Rahmen. Damit kommt man weit. Das Motiv muss nicht exakt genauso groß sein wie der Stickrahmen. Man kann den Stickrahmen auf dem Motiv hin und her schieben und versetzen. Du musst da nicht alle möglichen passenden Größen haben für deine Motive. Es reicht wirklich 2, 3 Größen maximal und damit kommst du schon sehr weit. Was ich dir auf jeden Fall noch ans Herz legen möchte, kaufe bitte, bitte keinen Billigrahmen. Zum Sticken ist das wirklich super ungünstig. Ich habe nochmal in einem Blogartikel ganz ausführlich aufgelistet, worauf du achten solltest, damit dein Stickrahmen auch wirklich eine gute Qualität hat. Denn bei den billigen hat man oft so große Spalten zwischen den Ringen, dass die den Stoff gar nicht richtig halten können oder sie splittern oder die Schließe geht nicht richtig oder da bricht hinten irgendwas ab und man kann den Rahmen gar nicht mehr spannen. Diese 10er-Pakete, wo ein Rahmen dann nur 1 oder 2 Euro kosten, die sind wirklich eher zum Basteln da und nicht zum Sticken. Einen 15 cm Stickrahmen aus guter Qualität, aus Holz oder auch aus Plastik, kosten so um die 5 bis 7 Euro. Es ist also wirklich, wenn man bedenkt, wie oft man ihn benutzen kann, ist das wirklich kein Problem. Weiter geht es mit den Stickstoffen. Bei Stoffen gibt es eine riesige Auswahl. Zum Sticken kannst du natürlich theoretisch alles benutzen. Praktisch gibt es aber natürlich Stoffe, die für Anfänger einfach ungünstig sind. Was ich als besonders anfängerfreundliche Stoffe sehe, sind Quiltstoffe oder auch Patchworkstoffe genannt. Die sind aus Baumwolle in der Regel und die sind so von der Konsistenz oder vom Griff her ungefähr so wie so ein typisches Laken oder so ein Bettbezug. Also das ist so ungefähr die Stärke, worüber wir da so reden. Was ich besonders gerne nehme und was man auch oft bei meinen Handarbeitsbildern so sieht, ist ein mittelschwerer Leinenstoff. Der ist ein bisschen gröber gewebt als so die typischen Quiltstoffe aus Baumwolle und haben oft auch so kleine Knubbel irgendwie noch mit drin. Also ist halt eher ein bisschen robuster und aber halt noch nicht ganz grob. Was eine sehr, sehr günstige Möglichkeit ist, nennt sich Nesselstoff oder auch Nesselköper. Das ist auch ein Baumwollstoff, aber der ist halt sehr naturbelassen, kostet so ungefähr 2 Euro pro Meter und ist meistens ziemlich breit. Da kommt man ganz gut hin mit so einem Stück Stoff. Beim Sticken sehe ich den auch öfter bei anderen Leuten. Funktioniert super und ist sehr, sehr günstig. Als letztes kommt das Stickgarn. Auch hier gibt es eine riesige Vielfalt an möglichen Materialien, aber die zwei, die ich dir jetzt vorstellen möchte, sind eigentlich die gängigsten. Das eine ist das 6-fädige Stickgarn. Das ist dieses Garn, was aus 6 Fäden in der Regel besteht und was darauf ausgelegt ist, dass man eben die Einzelfäden auch ganz leicht entnehmen kann. So kannst du dir ganz einfach wirklich die Stärke deines Stickgarns anpassen. Du kannst halt 2x3 Fäden nehmen, 3x2 Fäden nehmen oder wirklich alle 6 Einzelfäden nehmen, ist alles kein Problem. Der Vorteil ist, also zum einen, das 6-fädige Stickgarn gibt es in unglaublich vielen Farben. Also wirklich, wir sprechen hier von hunderten von Farben. Und der zweite Vorteil ist, dadurch, dass man sich die Stärke anpassen kann, muss man eben nicht unterschiedliche Stärken von Fäden kaufen. Weil manchmal ist es zum Beispiel praktisch für einen Umriss oder für größere Flächen einfach ein bisschen dickeres Stickgarn zu nehmen. Und wenn man was Feines oder sehr Kleines stickt, dann ist es halt schöner, wenn man halt einzelne Fäden nehmen kann oder 2 Fäden nur und da besser ins Detail gehen kann. Und wenn die Fäden jetzt nicht teilbar wären, müsste man sich halt tatsächlich unterschiedliche Stärken kaufen oder man müsste sich den dünneren Faden kaufen und den dann 3-4 Mal legen. Und ja, das mit dem 6-fädigen Stickgarn ist schon eine sehr, sehr praktische Sache und wird deswegen auch sehr, sehr häufig benutzt. Die zweite Möglichkeit ist das Perlgarn. Perlgarn ist eher so ein bisschen seilartig und es lässt sich auch nicht aufteilen. Also man kann es natürlich aufteilen, aber es ist nicht dafür ausgerichtet, dass man das tut. Und dort ist es tatsächlich so, wie ich gerade beschrieben habe, wenn man eben einen stärkeren oder einen dickeren Faden haben möchte, dann muss man auch einen dickeren Faden kaufen. Ja, also ich persönlich finde, das Perlgarn sieht ein bisschen edler aus.
Aber er liegt halt auch ganz anders, weil er eher rund ist, während das sechsfädige Stickgarn sich eher flach hinlegen kann. Also in der Optik sind es schon unterschiedliche Geschichten. Also wenn du dir unsicher bist, hol dir das sechsfädige Stickgarn und wenn du mal irgendwie Lust hast, was mal anders auszuprobieren, dann hol dir das Perlgarn. So nochmal ganz grob als Zusammenfassung. Werkzeuge, die du zum Sticken brauchst. Sticknadeln, verschiedene Größen gibt es als Set. Die Stickschere, ganz wichtig, oder auch optional Stoffschere. Dann einen Stickrahmen, ungefähr so 15 cm Durchmesser. Und wenn du was ganz Kleines sticken möchtest, vielleicht noch einen 5 cm Durchmesser Stickrahmen. Dann als Material, wenn du ein Zielmuster machen möchtest, brauchst du Zielstoffe. Wenn du reguläre Stickerei machen möchtest, so wie ich sie auf dem Blog auch zeige, dann brauchst du Stoffe, die sich zum Beispiel Quilt- oder Patchwork-Stoffe nennen, Nesselstoff oder mittelschweres Leinen. Als Stickgarn empfehle ich, wie gesagt, den sechsfädigen Sticktwist oder auch das Perlgarn in deinen Lieblingsfarben. Du hast schon dein Stickmaterial und möchtest jetzt sofort loslegen? Dann schau dir doch einmal das Video an über die wichtigsten 7 Stickstiche, die ich für dich rausgesucht habe und im Video erkläre. Im Blogartikel zu diesem Video findest du noch zusätzlich Links zu Shops mit gutem Stickzubehör in Deutschland, Schweiz und Österreich.